Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Escapist. Ich habe mir die letzten Folgen ja durchgerannert und festgestellt, es wurde einfach was in meinem Pult gefunden. Ich hätte also auch die zweite Tasche machen können, ne? Wie gesagt, also die zweite große. Was ich jetzt sagen wollte oder festhalten wollte, ich versuche heute, also jetzt, gleich schon mal den Schlüssel zu machen. Das heißt, ich brauche das, das, das und das. Das geht natürlich nicht, okay. Das und das, das. Auch das. Auch das und das, dann das, dann das. So. Ganz wichtig, ich werde versuchen, hier von einem der beiden das mit zu kaufen. Da Wärteruniform. Gut. Halt! Ach, Blödsinn. Ach, verdammt, Leute, ich habe nicht nachgedacht. Ich brauche ja erst den Haken. Das heißt, nochmal Abbruch. Sorry, Leute, da war ich gerade ein bisschen zu schnell. Es bleibt aber dem Plan. Ich will das heute schaffen. Deswegen entschuldige diesen kleinen Fauxpas. Ich brauche nämlich erstmal noch den Haken. Gut, das bleibt also gleich. Achso, warte mal. Klebeband 30. Nicht kaufen, lieber sammeln. Wobei. 30, 50 sind wir bei. 80 sind wir bei. Ah, wenn die Brechstangen so viel kosten. Nee. Weil Brechstangen sind tatsächlich nicht in Pulten zu finden, irgendwie. Ich muss natürlich noch immer weiter mit den Leuten auch reden, damit ich weiterhin. Ja, gut, außerdem mit Ausrufezeichen. Damit ich im Fall der Fälle alles hochpushen kann. So. Also stückweise runterhandeln ist ganz gut. So, wie gesagt, seitdem ich jetzt weiß, dass es nicht an den Pulten lag, da ich da reingeguckt habe und die Sachen runtergespült habe, mache ich das trotzdem weiter. Mit Klebeband. Ich bin ja dadurch ja vorsichtig geworden. Folie. Wenn ich noch einmal Folie finde, bin ich froh, weil dann kann ich mir sagen, okay, komm, ich craft mir nochmal einen zweiten großen Beutel und leg dann den anderen in der Toilette und hau ihn weg. Aber den kleinen. Versteht ihr? Einfach weil die sind halt besser, die großen. Da war doch Folie. Warum nehme ich es nicht mit? Weil ich mich lieber fast ertappen lassen will, ne? Okay, dann mache ich das eben schnell, wie gesagt. Folie, Folie. Bauen. So.
Achso, am besten nicht in der eigenen Toilette. Und vor allem schnell. Warte, warte. So. Ich will es auch in. Ja, okay, okay, okay. Ich will das auch in einer gewissen Reihenfolge haben. So. Trotzdem muss ich weiter nach Sprechstange Ausschau halten. Okay, nochmal Folie. Das ist zwar schön und gut, aber bringt mich halt auch nicht weiter. Das ist eine Problematik. Und hier würde ich auch ganz gerne mal reingehen, aber geht ja nicht. Okay. Was ist überhaupt meine Status? Auch? Immer noch über 90 und mehr. Okay. Mittagsappell. So, jetzt habe ich ja zweimal den gleichen. Jetzt ist die Frage, ob die sich gegenseitig auch ausschießen, also dass da nichts passiert, oder ob es dann jetzt heißt, witzigerweise, doch, ich merke den anderen. So, Billy ist gerade am Verkaufen. Hammer, brauche ich nicht. Ich brauche, wie gesagt, die... Okay, Crafting-Spitze für 26. Okay, Lee, ich rede noch mal ein bisschen länger mit dir. Ja, und meine Großeltern leben auf Lande, ne? Und weißt ja Bescheid. Da ist das Leben immer ein bisschen schöner, ne? So. 25. Achso, was wollte Billy eigentlich? Hey. Der wollte ja schon für den Hammer 70. So, Freizeit. Freizeit heißt für mich Suchzeit. Man hätte nur mal schreiben können, suchen. Also, wenn ich hier draufklicke, suchen. Oh, Leute. Schrift und Ladebalken sind über dem Mauszeiger. Gut zu wissen. Aber ich werde hier keine Brechstange finden, Leute. Könnt ihr schon mal festhalten. Nur mit ganz viel Glück kriege ich hier halt die ganzen anderen Sachen, aber nicht das, was ich brauche. Aber ihr seht ja, die sind jetzt gerade noch nicht. Wir können mal hier durchgehen. Gut, die schließen sich gegenseitig aus. Das Coole ist jetzt noch, muss ich herausfinden gleich, ob einer der beiden sich gegenseitig ausschließt, wenn ich einen quasi drinne habe und den anderen auch. Und dann mit etwas durch die... Ihr wisst schon, was gehe. Mhm, nein. Im Übrigen habe ich inzwischen wieder vergessen, wer den Schlüssel hatte. Aber es waren mindestens drei, also einen mit viel Glück erwische ich ja quasi. Ich glaube, Edgar war einer der. Cool. Leon verkauft gerade. Alufolie und Pfeile. Pfeile. Hier 50, 50, also wenn es 100. Muss ich das vielleicht doch nach hinten raus verlegen? Das wäre komplett Scheibenkleister, sag ich jetzt mal. Ja, wo sind andere Verkäufer? Na, ich sehe jetzt halt leider keinen. Ja. So, 31 bei Ihnen für Klebeband, weil ich noch nicht oft genug mit Ihnen geredet habe, ne? Okay, Leute, dann muss ich das doch nach hinten raus verlegen, weil ich brauche Minimum, ich würde schätzen, 200 Geld. Aber ich kaufe mich quasi dann frei, so gesehen. Wobei, war Tinte verboten? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, ich gucke mal nochmal.
der hatte keine Tinte. Ich glaube, Leon hatte die Tinte. Nee, auch nicht. Kommt mir nur schneller vor, da bin ich einfach zu lahmarschig. So. Eine Wiederholung müsste tatsächlich bei mir sogar reichen. Ah, fast. Basta ist jetzt Verkäufer. Und mit dem habe ich auch noch nicht oft genug geredet anscheinend. Billy. So, der verkauft Bleche. Aber auch zu unmöglichen Preisen. Genau, Tinte war nicht verboten. Das heißt, ich lasse noch kurz noch einen Blick laufen. Cool, cool, cool. Dann kann ich mich die Tinte, hier reinpacken. Moment, ich bin... Ach so, ich bin... ich bin zu früh abgebogen. Peinlich. Die ich schon besitze. Okay. Somit besitze ich es jetzt zweimal. Okay. Gottes Willen. Wieso? Okay, meine Güte. Oh, zwei Crafting-Spitzen auf einmal. Ja. Ja. So kann es doch laufen. Dann bin ich sogar nicht mehr sauer, dass gerade so viele vorbeikamen. Aber man sieht, das sind auch nicht erlaubte Gegenstände. Dennoch findet man sie schnell mal in den Tischen. Okay. Hier musste ich jetzt ganz kurz noch riskieren. Such, 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 such. Klebeband. Ich meine, ich brauche zwar Klebeband, ja, aber ich brauche es nicht jetzt, bevor ich die Brechstange nicht besitze. Intelligenz nicht gerade. Kann ich eigentlich... Ja, okay. Kann ich auch sehen, tatsächlich. Okay, dann will ich lieber mal ganz kurz hier mich drum kümmern, parallel. Na, Stärke muss ich gleich wieder hoch pushen. Weil mit der Stärke sorge ich auch dafür, dass ich halt den schneller umhaue, den dementsprechenden, um dann schneller an den Schlüssel auch zu kommen, Leute. Okay. Das heißt, wobei eigentlich, ich brauche ja nur den Enterhaken. Ich habe doch gesagt, ich mache erstmal nur die Enterhaken-Methode, ne? Das heißt, eigentlich könnte ich quasi jetzt zum Beispiel sagen, hier, es ist Abendfreizeit. Kurz vor Abendappell. Jetzt sind die Türen zu. So, und dann muss ich noch in der Abendfreizeit, muss ich noch sagen, okay, ich renne raus. Könnte dann sagen, okay, ich bin draußen. Aber müsste halt heute eine Uniform haben und halt den Enterhaken. Daher aber beides noch nicht vertreten ist, muss ich noch ein bisschen warten. Basta. Basta hat auch keine. Trotzdem, Hank. Hank hat eine Crafting-Spitze, aber keine... So, ich mache gleich mal den Test übrigens mit dem Item. Wir speichern jetzt quasi wieder. Weil jetzt die zwei Taschen, wenn beide gleichzeitig Damage kriegen, bringt mir das auch nichts. Nämlich. So, ja. Okay. Wie, der hat nichts. Ja, ist auch in Ordnung. So, daher wir ja eh nochmal laden. So. Scheiß gerade mal auf alles. So, beide Beutel sind auf 100, ne?
Okay, das wird negiert, der andere dann. Gut. Das wollte ich nur noch mal eben kurz wissen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 15 gehen immer runter. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Das heißt, der letzte Nutzung wird wahrscheinlich mit übernommen auf den anderen. Okay. Das heißt, wir sind dann bei, kurz durchgerechnet, 2, 4, 6, 8. Ja, bei mehr als 8 Durchläufen. Also durch die Detektoren. Das heißt, ich bräuchte Klebeband. Genau, ich versuche jetzt mal was, bevor ich alles andere versuche. Dafür brauche ich aber halt immer noch die Brechstangen. Ah, verdammt. Okay, Leute, das heißt, ich muss mich jetzt darauf fokussieren, die Brechstangen auf jeden Fall zu kriegen. Und weiterhin die zu bequatschen, damit die immer noch weiter immer positiver auf mich zu sprechen sind. Egal mit wem, Hauptsache ich krieg die auf grüner Basis. Mal sehen, wie weit ich Buster treiben kann. Immer noch. Ich hätte so schön so gerne so eine Art Delay neben ihnen, so eine kleine Blase, die leer läuft oder ähnliches, damit ich weiß, wie ich noch weiter runter handeln kann. Also runter pushen kann auf grün. Ja, okay, es geht langsam runter, aber bei vielen Sachen ist es schon das Maximale von der Endstufe her. Okay. Was zum Teufel? Finde ich ja cool, dass da dreimal derselbe Punkt auftaucht, aber kann ich auch nicht immer gebrauchen. Okay. Nope, bin an der Tür hängen geblieben, sorry. Da, Leute. Okay, und ich nehme an, hier haben sich gerade zwei irgendwo eine Kloppe gehabt. Okay, schade, ich finde es halt meist nicht so schnell, was da oder wo die sind. Sind die gewechselt gerade. Super. Aber auch da wieder. Muss erstmal mit William eine Weile lang reden, weil ich noch nicht gut genug besprochen habe mit ihm. Okay, 98, 97, 97. Okay. Vielleicht soll ich auch noch parallel das hier machen. Nur so eine kleine Idee. Okay. Cool. Endstation. Gefallen gefällig. Coole Errungenschaft. Also hört sich auch schon cool an. So, das heißt, ich kann wieder nach einem anderen Gefallen gucken. Thomas. Dieser Odel arbeitet wieder als Taschendieb. Zeig ihm mit einer Tracht Prügel. Ach nein, komm. Sorry, aber Thomas. Ich will halt nicht prügeln. Ich suche was. Tasse, besorgst du mir das? Gar kein Problem. Und schon habe ich die nächste Aufgabe. William, was sagt er jetzt? Ah, 50, okay. Tom. Ich will 71 haben, aber das heißt, Tom muss ja auch nochmal bequatschen, ja.
Mittagsappell, Mittagessen ist, glaube ich, danach direkt. So. Ne, Freizeit. Gut, dann kann ich ganz kurz mal mich hier oben nochmal umgucken. Der Gedanke ist halt immer noch, dass ich dann. Okay, ich brauche die Heckenschere definitiv. Oder was heißt die Heckenschere? Auf jeden Fall diese Knipsschere. Kann das angehen? Genau, warte mal. Was ist denn hier oben? Oder lilaner Schlüssel, roter Schlüssel, Knipsschere. Brauche ich dann nämlich nicht. Ah, das ist alles so schwer. Okay, ich sehe lieber zu, dass ich wieder reinkomme. Wobei, das macht eigentlich Sinn. Enterhaken. Schlüssel, die beiden und Kleidung. Und schwupps hätte ich ein bisschen Zeitersparnis. Ist nur ein Gedanke. Okay. Das heißt, in diesem Part wird dann leider doch nichts mehr mit dem coolen Ausbruch. Kannst du halt leider hier in dem Fall jetzt vergessen. Deswegen. Okay. Klebeband findet man zu Genüge übrigens. Ich sehe die meistens echt nicht. Das ist nervig, das ist nervig. Okay. Hm. Scheiße, habe ich schon auf fast komplett grün sogar. Achso, ich habe schon, ja. Warte mal, wer wollte die Tasse? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Deve wollte die. Wollte nicht jemand die Schlaftabletten haben? Gib Schlaftabletten an Hank. Bringt mir 19. Er will 26. Das ist kein Gewinn. Klar, Freundschaftsgewinn, aber das war's auch schon. Seht ihr, der andere war kaputt. Hier kann ich das besser. Besser, meine ich. Klar, hier ist einer auf Rot hängen geblieben. Na, passiert mal. Grandios. So. Muss los. Okay. Andere Hank. Mit ihm muss ich noch ein bisschen quatschen. Mich gut ausgedrückt, der Soprano. Eine Brechstange für 76. Oh ne, komm. Ich quatsch den jetzt so lange an. Okay. 75. Ja, ist okay, ist okay. Muss ich jetzt nehmen. Der hat nichts. Cool, cool, cool. Das Thema ist, jetzt darf mir nichts mehr passieren. Okay, aber eine Brechstange haben wir. Aber verdammt sind die teuer. Mit 70, ne?
Okay, das heißt eigentlich. Chase. Wo ist denn der andere? Ich suche gerade den anderen Händler. Ich darf jetzt auch nicht durch irgendwelche Dinger latschen, weil sonst muss ich mir wieder massig an Alu. Ja, was heißt massig? Auf jeden Fall etwas mehr Alu und Klebeband organisieren. Okay. Oder, warte, kann ich das nicht bei jemand anderen unterjubeln? Nee, das geht auch nicht, oder? Ich mach gleich mal einen Test. Ich speichere vorher. Jubel das in irgendeinen Kasten rein. Hoffe, dass das gespeicherte nicht überspeichert wird. Das wäre echt schade. Ah. Sowas von schade. Okay. Gut, dann heißt das jetzt ab sofort immer Alufolie und Klebeband handeln. Oder halt notfalls immer kaufen. Warte, Hank. Achso, okay. Das Seil, stimmt, das darf ich auch nicht vergessen. Das brauche ich auch dann noch. Hier, 30, das ist. Mit etwas Glück, Leute. Mit etwas Glück schaffen wir es. Das heißt, genau, ich lege mich jetzt schlafen, dann auch erstmal der Parklände. Und danach gehe ich dann im nächsten Part mal darauf ein, ob das hinhaut, wenn ich das in der Toilette liegen lasse. Ich brauche ja nur noch Klebeband, dann habe ich einen Enterhaken, dann ist das ein Objekt. Okay, erstmal schlafen und somit speichern. Punkt. So, wie gesagt, wir sehen und hören uns im nächsten Part wieder, da teste ich das und von daher. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich bin raus, euer Sars. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Und ciao.